Mit dem GS160 bringt Gigaset ein günstiges Smartphone für Menschen auf den Markt, die nicht viel für ein Smartphone ausgeben möchten. Trotz des kleinen Preises soll das Smartphone einiges leisten können. Geht diese Rechnung auf? Im Lieferumfang befindet sich das Smartphone selbst, ein paar auf Papier gedruckte Informationen und ein USB-Kabel samt passendem Ladegerät. Dazu gibt es noch einen Akku. Ja, richtig gehört. Der Akku lässt sich austauschen und ist nicht fest installiert. Weniger schön ist aber, dass ein Nano-SIM-Kartenadapter beiliegt, da Gigaset auf Micro-SIM-Karten statt dem aktuellen Nano-SIM-Kartenformat setzt. Adapter hin oder her. Ich habe mir in meinem Leben genug SIM-Kartenschächte kaputt gemacht, als dass ich nie wieder einen Adapter nutzen werde. Nie wieder. Auf der Front sitzt ein 5-Inch HD-Display ohne Corning Gorilla Glas. Gigaset kündigte allerdings bereits an, dass es in den kommenden Wochen Schutzglas passend für das GS160 geben wird. Beim Display fängt das GS160 an, mich zu überraschen. Die Farben verfälschen nicht wie sonst üblich in der Preisklasse schrecklich stark, wenn man mal von der Seite drauf guckt. Darüber hinaus reagiert das Display zügig auf meine Eingaben. Wenn ich mich dann doch mal im Winter vor die Tür traue, lässt sich das Display vom GS160 problemlos ablesen. Die Touch-Gesten nutze ich nicht. Apps kann man auch so schnell öffnen. Der Flaschenhals des neuen Gigaset-Smartphones ist sicherlich die Performance. Im Inneren des GS160 steckt ein Quad-Core-Prozessor aus dem Hause MediaTek. Der MTK6737 taktet mit 1,3 GHz. Selbst Android wirkt im Alltag etwas ausgebremst und ist einfach nicht so smooth wie auf Geräten wie dem Xiaomi Redmi 3S. Und das ist sogar günstiger. Das GS160 ist das erste Smartphone seit langem, das nur mit einem Gigabyte RAM daherkommt. Das Gigabyte merkt man im Verlauf der Nutzung bereits nach 2,5 Wochen, wenn man systematisch Apps schließt, damit das Gerät halbwegs flüssig läuft. Dem GS160 fehlt es in meinen Augen an 10-20% Performance, um wirklich als alltagstauglich durchzugehen. Der Nutzer kann seine Daten auf 16 GB internem Speicher ablegen. Jener lässt sich um bis zu 128 GB erweitern. Gigaset setzt beim GS160 auf Android 6.0. Ein erstes Update ist auch direkt auf dem Smartphone gelandet. Hoffen wir, dass Gigaset auch zukünftig an der Software arbeitet, um zum Beispiel die Performance zu verbessern. Android 7.0 wird das Smartphone nach Aussagen von Gigaset allerdings nicht bekommen. Dafür hat man es sich bei Gigaset nicht nehmen lassen, ein paar Apps wie etwa t-online.de oder Wetterinfo zu installieren. Diese lassen sich zwar freundlicherweise deinstallieren, aber kostenlos hat Gigaset das sicher nicht gemacht. Man muss sich wirklich fragen, warum hat man das Geld hiervon nicht genommen und in ein paar Megahertz mehr Prozessorgeschwindigkeit oder 1 GB RAM mehr Arbeitsspeicher investiert? Auf der Rückseite sitzt ein Fingerabdrucksensor, der bis zu 5 Finger erkennt. Über den Fingerabdruck lassen sich unter anderem auch Apps öffnen und Anrufe beantworten. Die Einrichtung ist flott erledigt und das Smartphone im Folgenden schnell entsperrt. Wie bereits erwähnt, kann man den 2500 mAh Akku herausnehmen und ersetzen, wenn er mal kaputt gehen sollte. Dieser Umstand dürfte für viele Nutzer ein Vorteil sein und auf jeden Fall ein Pro-Argument. Leider wird der Akku über Micro-USB 2.0 geladen. Das heißt, wer noch nicht auf USB-C umgestiegen ist, wird dies auch in nächster Zeit nicht tun. Wer sich nicht mehr auf alte Technik einlassen möchte, macht lieber einen Umweg um das GS160 und geht direkt zum Swift 2 oder Swift 2 Plus aus dem Hause Wiley Fox. Den Lautsprecher verbaut Gigaset auf der Rückseite des GS160. Somit geht, wenn das Gerät auf seiner Rückseite liegt, ein bisschen Sound verloren. Klingeltöne habe ich bisher aber noch immer gehört. Ich sehe den Lautsprecher nicht wirklich negativ, aber auch nicht wirklich positiv. Es ist halt ein Lautsprecher und er tut genau das, was er soll. Auf der Rückseite verbaut Gigaset eine 13-Megapixel-Kamera mit f2.2-Blende und Autofokus. Tatsächlich hat mich die Qualität der Fotos positiv überrascht. Gerade im Lowlight zaubert das GS160 teilweise erstaunlich gute Fotos. Persönlich empfehle ich 1-2 Aufnahmen von jeder Situation zu machen, um auf jeden Fall etwas mehr Auswahl für ein gutes Foto zu haben. Videos werden im 3GP-Format gespeichert. Eine Möglichkeit, auf MP4 umzustellen, habe ich leider nicht gefunden. Weihnachten ist rum, Frederik. Was ist eigentlich eine Bausünde? Klangpegelt die so? Keine Ahnung. Gemeint ist allerdings dieses Gebäude hier.
Keine Angst, ich wurde nicht von allen guten Geistern verlassen und gehe jetzt Sportlern bei der Kälte. Nein, ich muss zur Bib. So kann ich wenigstens sagen, ich war heute auf dem Sportplatz. Es ist bitterlich kalt hier in Mainz. Also eigentlich überall in Deutschland. Aber das sieht man vor allem hier an den gefrorenen Scheiben. Auf geht's in Richtung Arbeit. Feierabend und es ist gefühlt noch kälter geworden. Hat jemand das Wort Abendessen gesagt? Und weil man nicht immer nur YouTube gucken kann, gehen wir jetzt ab ins Theater. Direkt für den nächsten Monat mitgenommen. Ich bevorzuge lieber weiter zu leben. Auf der Front sitzt eine 5-Megapixel-Kamera. Selbstverständlich sind auch Bluetooth 4.0, WLAN und LTE mit an Bord. Leider verbaut man kein 5 GHz WLAN. Ich muss also extra für das GS160 ein neues WLAN-Netzwerk spannen, da meine sonstigen Geräte alle mit 5 GHz funken. Mir fällt es nicht immer einfach, ein günstiges Smartphone richtig einzuschätzen. Zum einen halte ich das GS160 für nicht gut, weil der Prozessor gefühlt schon 2013 zu langsam gewesen wäre. Zum anderen können dafür das Display und die Kamera überraschen. Beides ist für die Preisklasse überdurchschnittlich. Mir persönlich wäre es am liebsten gewesen, man hätte den Fingerabdrucksensor rausgelassen und dafür ein paar Megahertz und ein zweites Gigabyte RAM in das Gesamtpaket gesteckt. Ihr solltet also schwer in euch hineingehen, ob ihr wirklich nur 149 Euro für das nächste Smartphone ausgeben wollt oder vielleicht doch lieber noch etwas warten auf das nächste, vielleicht etwas leistungsfähigere Gigaset-Smartphone. Ihr habt noch Fragen zum GS160? Dann ab damit in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.